Ich möchte dir einfach Johnny raten, bleib wie du bist, verstell dich nicht, solche Videos, solche Beef-Videos auf jeden Fall, Internet, vergiss nicht. Eines Tages, wenn du etwas Glück hast, wirst du mit deinem Mann auch Kinder haben und die Kinder werden dich vielleicht fragen, Papa, warum warst du früher so ein Bauer? Und das wird einfach nur traurig sein. Und verarsch deine Community nicht, mach nicht solche Clickbait-Videos, oh, es ist was Schreckliches passiert, 500.000 Menschen schaut sich sowas an und am Ende, was stellt sich raus? Du hast einen Kratzer auf deinem Objektiv, das ist einfach nur noch peinlich. Hallo Freunde und willkommen heute zu einem etwas anderen Video. Wisst ihr, gestern habe ich mitbekommen, dass Johnny Hansol ein Video rausgebracht haben, wo ich angeblich Dislikes für seinen Kanal kaufe. Ich habe mir seine Videos angesehen, ich habe das Video auf jeden Fall nicht gefunden, aber ich habe entdeckt, dass er mich beleidigt, dass er mein Aussehen beleidigt. Und ich möchte mit euch einfach heute diesen Kanal betrachten, was ich mir über ein Jahr von dieser Person gefallen lasse. Ich möchte mit euch heute anschauen, wie er voll Johnny Hansol kaputt gemacht hat, dass er jetzt mittlerweile ein asozialer Mensch geworden ist. Einfach nur für Klicks, er beleidigt Menschen, er verletzt einfach Menschen. 100.000 Menschen schauen, wie er andere beleidigt. Und ich möchte mich bereits jetzt entschuldigen für das Video, was ich eigentlich mache. Normalerweise ist mein Kanal ein Unterhaltungskanal. Ich habe nie auf Beefs geantwortet, ich habe nie auf Diss geantwortet. Auf jeden Fall, wenn man sieht, heute, früher haben Leute Minecraft-Videos gemacht, heute machen die Diss-Tracks, beleidigen ihre Mütter einfach nur, um Klicks zu machen. Klicks bedeutet Geld auf jeden Fall. Und ich möchte heute mit euch anschauen, dass Johnny Hunt seinen Erfolg kaputt gemacht hat, dass seine Qualität ziemlich schlecht geworden ist. Und ich werde heute mit euch einfach beweisen, dass an seinem Kanal nichts echt ist. Dieser Kanal, er denkt, er wäre Jumanji Hunt. Ja? Johnny Hunt habe ich ungefähr bereits vor einem Jahr auf meinem Kanal gesperrt, denn er hat alle meine Videos voll gespammt. Er hatte dann noch gar keinen Erfolg, ich hatte nur ganz klein wenig Erfolg und auf jeden Fall, ich finde, es ist schon ziemlich traurig, was aus dieser Person geworden ist. Ich mache glühende Metallkugel-Videos, er macht glühende Metallkugel-Videos. Ich mache 3D-Stift, er macht 3D-Stift. Ich mache mit 3D-Stift ein iPhone, zwei Tage später macht er mit 3D-Stift ein iPhone. Ich hole mir fleischfressende Pflanze, ich hole mir Ameisen, der Typ holt sich dasselbe. Ich mache mit Velu-Schleim und das erreicht die Trends, zwei Tage später hat der Typ dasselbe. Ich fahre mit einem Auto über Luftballons mit Aqualinus und kündige in diesem Video an, dass in zwei Tagen ein ähnliches Video rauskommt, wo ich über nicht-natürliche Flüssigkeit fahren werde und bereits am nächsten Tag Johnny Hunt so, dass ich mein Video nicht mehr rausbringen kann, denn das Spiel wird später heißen, ich habe es vorhin geklaut. Freunde, schaut euch einfach diesen Kanal an. Man geht auf die Kanalinfo, er hat dieselbe Kanalinfo wie ich, versteht ihr? Ich bin einem Netzwerk beigetreten, zwei Wochen später ist auch er einem Netzwerk beigetreten. Seine ganzen Tags, seine Titelbeschreibung, sogar die Rohdateien, seine Thumbnails nennt er Jumanji TM. Das Video, wenn er geschnitten hat, das benennt er Jumanji TM, versteht ihr, Freunde? Dieser Kanal, er denkt, er wäre Jumanji Hunt, obwohl das ist einfach nur ein Bauer, es ist einfach traurig, was aus ihm geworden ist. An diesem Kanal, da ist einfach nichts echt. Mehr als die Hälfte meiner Videos hat er einfach nachgemacht. Er meint eher Crazy Russian Hacker. Aber das finde ich okay. Ist okay, wenn man von Amerika nimmt oder Russland oder Afghanistan oder so. So etwas gibt es nicht und ich denke, das unterhält trotzdem die Leute und die beschweren sich nicht. Auf jeden Fall, wir schauen mal weiter. Keine Ahnung, was hatte ich hier noch so für Videos? Schauen wir uns mal etwas neuere Videos an. Mein Einkauf vom mit Datum. Wer macht solche Videos, Freunde? Tanzverbot. Tanzverbot hat damit einmal die... ja, nichts geht ab, Johnny. Auf jeden Fall, Tanzverbot hat damit... Hier, schaut mal, Tanzverbot. Er klaut sogar die Tags. Also in seinen Tags schreibt er, von wem er das Video geklaut hat. Versteht ihr, Freunde? Schauen wir uns mal weiter an. Was habe ich hier noch? Der Typ hier, Prankbus, habe ich auch gesehen. Prankbus machen solche Videos. Freunde, schaut mal. In den Tags steht, ja, Jumanji TM steht auch. Du bist nicht Jumanji TM. Junge, du disst mich, du beleidigst mich, verstehst du? Aber trotzdem gibst du dich immer noch als Jumanji TM aus. Du willst, wenn Leute mich suchen, dich finden, verstehst du? Und das ist einfach peinlich. Versteht ihr? YouTube hat Richtlinien. Diesen Kanal kann man eigentlich sperren, weil du tagst, du klaust alles. Du bist einfach nur ein Fake auf. Junge, du bist einfach nicht Jumanji TM. Du bist auch nicht Prankbus hier, verstehst du? Du klaust einfach die Idee. In den Text schreibst du, von wem du die Idee geklaut hast. Du beleidigst mich, du machst mich schlecht und ständig in deinen Videos auf jeden Fall. Und du gibst dich dennoch als Jumanji TM aus. Das ist einfach peinlich, wenn ein Fan zum Hater wird. Flair hat damals schon gesagt, früher wart ihr Fans, heute seid ihr Hater. Früher wart ihr Fans, heute seid ihr nur behindert. Und das ist Johnny Hunt, Freunde. Auf jeden Fall, wir schauen uns jetzt mal an. Ich denke, alle haben mitbekommen, dass sein Content mittlerweile nur noch aus Product Placement, Amazon, Kauf dies, Kauf das besteht. MRA, Crazy Russian Hacker, Tanzverbot, da gibt es nichts mehr bei Johnny Hunt. Einfach, was Johnny Hunt überhaupt auch nur nach ihm aussieht, auf jeden Fall. Sonst würde da Videos, Tutorial, wie man Kühe melkt auf dem Bauernhof und so weiter. Auf jeden Fall, hier irgendwo hat er ein Entschuldigungsvideo, hat ein paar Minuten reingebaut, wo er sich bei seinen Abonnenten entschuldigt, dass die Qualität so schlecht mittlerweile geworden ist und er wird sich bessern. Was kommt danach? Alle warten zwei Tage später, jetzt kommt geile Qualität von Johnny Hunt. Erst einmal kommt ein Rear-Upload. Rear-Upload über ein Video, was über 18 Jahre ist, wurde bei ihm gesperrt, konnte er kein Geld verdienen, gab es ein Rear-Upload. Dann dachten die Leute, oh, bald wird ein geiles Video kommen. Dann kam irgend so ein Video. Ne? Danach, jetzt wird Johnny Hunt seine Qualität steigen, dann kam Product Placement, dann kam wieder Product Placement, versteht ihr? Und die Leute fangen ihn an zu disliken und dann kommt etwas Jumanji, kauf für ihn Dislikes. Junge, deine Videos sind mittlerweile schlecht, du klaust alles komplett, du beleidigst Leute, du bist einfach ein asozialer Mensch geworden. Einfach nur für Klicks Menschen zu verletzen, das ist einfach nur traurig. Wenn man sich deine Videos anschaut, wo du dein Gesicht erstmal gezeigt hast, hier, ich nehme zum Beispiel von, gestern habe ich ein Video rausgebracht, da habe ich auch gesagt, ich habe von einem russischen YouTuber mich inspirieren lassen. Fand ich cool, habe ich auch gemacht, das für deutschen Content. Hier, Johnny Hunt nimmt genau dasselbe von dem
nicht genau dasselbe, aber von demselben Kanal. Das ist von Alex Boyko, ne? Dieses Video. Ich kann sogar Thumbnails einblenden, sogar das Thumbnail hat er übernommen. Auf jeden Fall, wir sehen, Freunde, das ist alles, hier, wo man die zu zweit sieht, alles Prank Bros. 1:1 Prank Bros. Versteht ihr, Freunde? Und der Rest, da gibt es nichts Originales. Hier sehen wir Lucky Bear. Lucky Bear, wir wissen, wie man eigentlich Lucky Bear, wer in deutschen Content Lucky Bear vertreibt. Auf jeden Fall, er macht Lucky Bear. Ich habe Lucky Bear Kanal geöffnet mit diesem Ukrainer. Er macht Rogi auch. Fängt an, mit einem Plüschtier zu reden und ja, hier Geldgeil. Das habe ich mir auch mal angeschaut, Freunde. Er macht Geldgeil-Video, er verdient kein Geld, sagt er. Er zeigt natürlich Videos, wo er sehr wenig Geld verdient hat. Mir hat er bei Facebook geschrieben, dieser Typ verdient 10.000 Euro. Ich weiß nicht, ob monatlich oder das war sein Höchstgehalt. Auf jeden Fall 10.000 Euro. Freunde, das ist sehr, sehr viel Geld. Und er hat mich aber die ganze Zeit genervt, wie viel verdienst du, wie viel verdienst du. Hier nennt er auch, dass andere YouTuber verdienen mehr als er. Ich glaube, Tommy TV, Timo und so hat auch damit genervt. Und weil er so viel Geld verdient, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, er hat mir geschrieben, in Bundeswehr musste er dafür eine kleine Strafe bezahlen. Ich weiß nicht, Leute, ob das stimmt, ob man so etwas zahlen muss, aber auf jeden Fall hat er mir geschrieben. So, schaut mal, wir schauen uns an. Hier Johnny Hunt, ich zeige euch mein Gesicht. Log 1. Das ist, glaube ich, mittlerweile das vierte Video, wo ich zeige euch mein Gesicht. Hat ihn hier gezeigt, Clickbait, ne? Das ist einfach nur Clickbait, einfach nur Geld zu machen. Hier war das erste Video, wo er sein Gesicht gezeigt hat, noch etwas sympathisch, noch schüchtern, alles ziemlich freundlich scheint der Typ zu sein und danach, ja, und danach beleidigt er Leute, wie die aussehen. Ich meine, würde man gut aussehen, ist okay, aber in meinen Videos, ich mache einfach Unterhaltungsvideos, dann soll das die Leute unterhalten. Ich beleidige keine, ich sage auch nicht, schaut mal sein Pferdegebiss an oder schaut mal sein Pennerbart, so ein junger Mann mit Pennerbart und da stecken sogar Essensreste drin. Und das ist einfach nur traurig, was mit dieser Person. Schaut mal hier, ich muss euch etwas sagen, danke. Auf jeden Fall damals noch sympathisch und ab hier geht's los, hier. Hier hat er seinen Mund offen, ja. Also ich glaube, Klängern hat man darüber Video gemacht, wenn Asi-YouTuber ihren Mund aufmacht. Hier, offener Mund, schaut euch einfach an. Und wenn man Johnny Hunt früher verfolgt hat, man sieht, dass aus einem sympathischen jungen Mann einfach nur noch ein asozialer Product Placement, geldgeiler Typ geworden ist. Alles nur Product Placement, er schreibt auch, ich hab euch lieb und sowas schon wie Bibis Beauty Palace, versteht ihr, was ich meine? Aber in Wahrheit, es geht einfach nur noch ums Geld. Es geht einfach nur um langweiligen Content, hier so ein Video zu meinem Einkauf. Es ist einfach traurig, er macht die Thumbnails nach, er klaut Content, er klaut immer noch Text. Du hast 500.000 Menschen, haben dich abonniert, wollen deine Videos sehen, aber nein, du verstellst dich ständig als jemand anderes. Und das ist einfach traurig. Der Content ist natürlich tief gegangen, es ist nur noch Product Placement, Amazon kauft hier, kauft da. Natürlich, Januar, Februar verdient man kaum Geld, aber dass man seinen Content so schlecht auf jeden Fall macht und nur noch hier, kauft dies, kauft das auf jeden Fall. Ich hab euch lieb und sowas, diese Bibis Beauty Palace sprich auf jeden Fall. Es ist einfach traurig anzusehen, in welche Richtung diese Person geht, dass er so asozial geworden ist, dass er Menschen mittlerweile beleidigt. Johnny, möchte ich mal fragen, was glaubst du, wie viele Leute sind auf deinem Kanal, die übergewichtig sind, die schlank sind, die klein, zu klein gewachsen sind und so weiter. Auf jeden Fall, du hörst ja auch nicht in anderen Videos, dass Leute dich als Content-Dieb immer bezeichnen, dass die Leute dich Geldgeil bezeichnen, dass die Leute dich als Bauer bezeichnen und so weiter. Auf jeden Fall, und du beleidigst ständig Leute, du machst einfach nur noch schlechten Content, einfach nur noch Product Placement, hier eine Kamera, man sieht, schaut sich, er holt sich eine Maus für 6 Euro, damit er irgendwie diese 6 Euro wieder zurückbekommt, muss erstmal ein Video darüber gemacht werden. Er holt sich Toilettenpapier, erstmal musst du über Toilettenpapier Video gemacht haben, damit alles übernommen wird. Und man sieht sogar die Pfeile. Man schaut seine früheren Pfeile an, man schaut heute einfach nur noch sogar die gleichen Pfeile wie ich. Der Name unten links fast in derselben Schrift wie ich geschrieben. Ich mache die Schrift, er macht die Schrift. Ich mache die Namensbenennung unten links weg, er macht die Namensbenennung unten links weg. Auf jeden Fall, das ist einfach nur peinlich. Einfach nur peinlich, die ganzen Texte, was er einfach macht. Da gibt es einfach nichts original. Aber nein, er ist einfach nur noch ein Fake. Das ist einfach der größte Fake, Freunde. Ich setze 1000 Euro aus, wer mir einen größeren Fake als Johnny Hunt findet. Auf jeden Fall, ich gebe 1000 Euro. Aber es gibt's keinen, Freunde. Und jetzt, Johnny, ein paar persönliche Wörter von mir an dich, von Mann zu Bauer. Ich möchte dich einfach bitten, lass einfach meinen Kanal in Ruhe. Beleidige mich nicht, schreib meinen Kanalnamen nicht in deinen Text. Du bist nicht Jumanji Dan, du bist einfach nur ein Fake, du bist eine Kopie. Auf jeden Fall, ich weiß, dass du ein Fan warst, jetzt bist du ein Hater geworden. Und das ist einfach nur traurig. Das ist einfach traurig, dass du einfach so geldgeil geworden bist, dass du einfach klickgeil geworden bist, dass du einfach Beef suchst. Du suchst schon Beef schon längere Zeit und das ist klar. Und ich denke, deine eigenen Abonnenten sehen, dass du einfach Beef möchtest. Und ich denke, das sehen jetzt 1000 Menschen, wo ich dich einfach bitte, lass einfach meinen Kanal in Ruhe, pack ihn nicht in deinen Text rein, nicht in deine Rohdateien. Lass mich einfach in Ruhe, mich als Person auf jeden Fall. Geh, melk deine Kühe oder keine Ahnung was, auf jeden Fall mach dein Ding. Ich bin Jumanji Dan, du bist Johnny Hunt und vergiss das nicht. Du bist nicht Jumanji Hunt. Bis die Tage, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video, ja, so ein Video muss eigentlich nicht unterhalten. Ich wollte einfach nur die Wahrheit sagen. Es wird viel Schlechtes über mich geredet und so etwas schadet natürlich meinen Kanal, aber ich habe über ein Jahr lang meinen Mund gehalten. Wow.